Und damit herzlich, eins, zwei, drei, herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. 1 mit Welt Nummer 2. Ich habe jetzt leider nicht viel zu erzählen. Ich bin jetzt konkret direkt nach der ersten Aufnahme, nach der Aufnahme des ersten Parts, sage ich jetzt mal. Also quasi, ich denke mal, ich werde das hier an einem Abend durchziehen. Mal gucken. Sollte aber eigentlich nicht das Problem sein. Jetzt hier, wo ich das jetzt mache, werde ich das wahrscheinlich komplett durchziehen. Der erste Part ging ein bisschen länger, aber das war eigentlich klar mit der Erklärung am Anfang und die Tatsache, dass ich einmal gegen Ober ging, möchte ich möglichst verhindern in diesem Part. Weil, wie gesagt, schwer ist Mario Bros. 1 nicht. Also, ganz ehrlich, Leute. Spielt's, wenn ihr die Möglichkeit habt. Es ist nicht schwer. Es ist eine Beschäftigung für, naja, eine Stunde, wenn überhaupt. Es ist jetzt, wie soll ich sagen, grafisch jetzt nicht unbedingt das Beste, aber was erwartet man? Das Ding ist von 1900, schlag mich tot. Ich glaube, ich überlege gerade, von wann. Ich glaube, 1998? Bei uns kam es 1998, glaube ich, raus. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann Super Mario Bros. Bei uns rauskam. Die Blue Boss sind eigentlich nicht das Problem, aber die Fische, die nerven mich ein bisschen hier. Die versperren mir so ein bisschen den Weg. Ja, wie gesagt, ich glaube. Oder war das sogar schon 95? Ich bin gerade am Überlegen. War Mario Bros. 1 schon 95? Oder so? Also, es ist uralt. Ich überlege gerade, was ich vielleicht noch erwähnen könnte, ist mein Plan. Und zwar versuche ich, viele Mario-Spiele zu machen, wohlgemerkt. Also wir fangen mit den kleineren an und brechen uns dann nach vorne so mit diesen größeren Projekten wie Super Mario 3D World oder von mir aus Super Mario Galaxy oder so. Wird alles noch irgendwie mal so kommen. Aber allerdings sind das dann so Projekte, die weit länger dauern werden. Mario Galaxy zum Beispiel oder selbst Mario 64 wird nochmal wesentlich länger. Aber das werden dann alles definitiv keine 100% Runs, sondern die werden so gemacht, dass sie relativ schnell über die Bühne gehen, sage ich jetzt mal. Ich habe übrigens schon meine eigene Regel gebrochen, indem ich jetzt gerade an der Stelle 2-3 Mal zurückgespult habe. Tut mir leid. Auf jeden Fall. Zuerst mal so die kleinen Jump-and-Run-Dinger. Sowas wie Mario Bros. Also Dinge, die ich nicht machen kann, werde ich natürlich nicht machen, ist klar. Also. Was ist denn jetzt? Mein Handy ist doch. Sorry, aber mein Handy war gerade zu nah an meinen Lautsprecher und hat ein ganz komisches Geräusch gemacht. Hat jetzt zwar nicht gehört, aber das hat mich ein bisschen irritiert gerade. Aber. Wie gesagt, ich werde versuchen, so viele Mario-Titel wie möglich zu spielen. Möglichst erstmal diese 2D-Jump'n'Runs, sage ich jetzt mal. Diese. Ach, wie ich bisher gemacht habe: Mario World, Mario Bros. 1, 2, 3. Ja, Mario Bros. 2 kommt auch, wobei Mario Bros. 2, das ist das Spiel, was ich am wenigsten kenne. Aber naja. Seid dabei, das wird definitiv eine ganz lustige Geschichte. Wie gesagt, Lost Levels entscheidet ihr, ob ihr es sehen wollt. Habe ich, glaube ich, bei Part 1 schon mal gesagt. Also, wie gesagt, entscheidet ihr. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.